Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu The Last of Us, ein neuer PlayStation 3 Exklusivtitel aus dem Hause Naughty Dog, die schon mit einigen exklusiven Krachern wie damals Crash Bandicoot oder auch neuerdings der Uncharted-Reihe bewiesen haben, dass sie einiges auf dem Kasten haben. Und deswegen würde ich sagen, reden wir auch nicht mal lange drumrum, sondern gehen einfach mal ins Spiel rein, auf normal, und lassen das Spiel selber für sich sprechen. Weil ich hoffe ja, dass es mit einer richtig geilen Cutscene losgeht. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Onkel Tommy? Hallo? Steuere ich jetzt sie? Wie gut. Was ist denn da los? Oh, was ist da denn? Ach, verdammt. Ich hab mich total vergessen. Oh, ist die süß. Man, so süß. Dad? Daddy? Mal schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nein, ich schätze, dass das das Schlafzimmer ist. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Yo! Was war das? Oh man! So nah! Oh Gott! Ich muss dazu sagen, dass ich mir... Dad? Ein funktionierender Spiegel
bekommen ja einige Spiele immer noch nicht hin heutzutage, dass ich mir nicht viel von dem Spiel angesehen habe im Vorfeld von Trailern und so weiter. Dad! Weil ich mir echt nichts vorne wegnehmen wollte. Weil ich so hype bin. Was ist bloß los? Auf das Spiel. Oh oh. Haben Sie ja gerade schon gehört? Eine Epidemie ist ausgebrochen. Und das anscheinend direkt vor unserer Haustür. Sein Telefon. Bzzz. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Schau's dir an. Schau's dir an. Bin auf dem Weg. Schau's dir an. Onkel Tommy. Ich werde später heute Abend daheim sein. Bestell dir schon mal Essen. Wir sehen uns in der Früh. Wo ist er? Dad. Aber das war sicher noch von vorhin, weil sie ja überrascht war, dass er noch da war. Warum machst du solche Geräusche, Kind? Ich bin dafür, noch nicht rauszugehen, wenn da die Hunde bellen. Ah! Hey, Dad. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Bist du okay? War hier jemand drin? Nein. Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Jo, er ist voller Blut. Aber sie sind krank. Sie sind krank? Ah! Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Knall ihn ab! Knall ihn doch ab! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los! Okay. Man, ohne sein Smartphone geht er raus. Wie soll er jetzt das auf Facebook posten? Ich hab da eine Ahnung. Komm, wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Lasst uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Boah. Hast du das Radio an? Ja, klar doch. Ich kann sie selber steuern gerade, also... Danke. Das ist echt cool gemacht. Kein Handy, kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Oh Mann, diese Atmosphäre ist so dicht. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Mann, ich wollte doch rausgucken. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Halt doch nicht an. Kind, halt doch nicht an. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr! Stopp! Ja, Mann. Jeder für sich, Mann. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Nein, hätten wir nicht. Der Heli, wo ist er? Ich will ihn sehen. Ich will ihn sehen. Ach. Yo! Hey, was
zum Teufel los jetzt? Krankenhaus-Zombies. Verriegelt die Türen. Hast du's gesehen? Ja, hab ich. Verdammt. Dreh hier, dreh hier. Nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Nein. Wir können hier nicht anhalten. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Vorwärts, lauf. Yo! Oh Gott, dieses Spiel, es zieht einen so rein. Verdammt! Daddy? Hey! Zurück, Kleines, zurück! Quick Time Event! Yeah! Ein echt ein Badass, Mann. Wie die Scheibe eintritt. Bats! Mit dem Ziegelstein. Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wir müssen jetzt rennen. Nimm sie auf die Schultern. Halt dich fest! Okay. Lauf! Lauf doch schneller! Wo ist der Sprint-Button? Daddy! Er ist tot! Ich hab Angst! Mach die Augen zu, Kleines! Lauf! Lieg mir nicht im Weg, bitte! Yo! Wohin? Rechts! Brennen. Nicht hinsehen, Sarah. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Brennende Menschen. Am Boden liegende Menschen. Oh, shit. Mein Gott, warum laufen die mir in den Weg rein? Diese Massenpanik. Oh, shit, brennende Wagen. Wow. Wohin? Wo bist du? Und tot. Wo war er denn hin? Durch die Gasse. Auf geht's, Onkel. Wie hieß er, Tom? Man weiß es nicht. Los! Kam die um? Ja. Fucking infizierter Jack Nicholson, Mann. Verflucht. Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Mach, dass ihr wegkommt. Oh, shit. Sie kommen über die Dingsbums. Rette mich, du hast die Pistole. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, wir treffen uns dort. Mach schnell. Da leuchtet's. Wir sind fast da. Ich höre ihn hinter mir, ich sehe den Schatten. Er verfolgt mich. Da liegt noch einer. Er hat mich gleich. Lauf bitte. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe.
Jetzt knallt er uns ab. Scheiße! So ein Hurensohn, Mann. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht mehr. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Tu mir das nicht an. Oh.